und Dennis und Papa. Und Dennis und Papa. Nicht zu vergessen, Papa und Dennis, ja, heute zu einem, nicht Lucky Blocks, das ist was anderes. Heute zu einem Hide-and-Seek-Battle. Und wenn ihr mehr davon wollt, schreibt in die Kommentare. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, warte. Erstmal noch was zum Verlauf. Ich werde jetzt hier aus dieser Kamera verschwinden, weil ich, damit ich natürlich nicht sehe, wo Dennis sich versteckt, sitze ich mit meinem Laptop etwas entfernt, sodass ich hier nicht auf den Bildschirm gucken kann. Genau, und ich auch nicht auf ihn, wenn ganz er genau sich versteckt. Das heißt, ich werde das Video hinterher so schneiden, dass ihr dann seht, aus seiner Perspektive, da seht ihr dann auch den Dennis oben in der Kamera, oder aus meiner Perspektive, dann seht ihr mich in der Kamera. Ja. Und ich gehe mal auf meinen Platz, denke ich, und dann können wir auch schon starten. Ja. Okay. Also, jetzt erstmal, ich darf mich verstecken, weil man kann sich hier auch so cool, ich habe mich natürlich jetzt super vorbereitet. Ich habe Flügel und alles drum und dran, ich bin mega groß. Man kann sich mit C kann man sich so hinlegen, mit Z kann man so und ja, und so hinsetzen. Papa, guck mal. Ja. Oh, man kann sogar heulen. Ja, nicht schlecht. So, dann gehe ich jetzt mal hier an den Baum. Wie sieht das eigentlich aus? Ich gehe jetzt mal an den Baum und zähle bis 10 und du versteckst dich. Hä, nein. Ich sag Bescheid, wenn ich fertig bin. Nee. Doch. Das ist wie beim echten Verstecken. Nee. Eins. Hallo, hör auf, wir sind los. Ich darf mich jetzt verstecken. Ja, und ich zähle bis... Und ich sag natürlich nicht, wo ich mich verstecke. Ihr seht's ja. Ich zähle bis 20. Die einfachsten Verstecken... Nein, du zählst nirgendwo hin. Ich sag, wenn ich bereit bin. Die einfachsten Verstecke sind immer die besten. Ich muss irgend so ein Low-Versteck nehmen. Ja, yo, hier ist ja geil. Ich sehe das ganz genau. Du mogelst hoffentlich nicht. Oh ja, das ist geil. Ja, hier guckt er aber als Erste nach, so wie ich den kenne. Ja, die Frage ist ja, kann man das ausschalten, dass ich deinen Spielernamen sehe? Was? Also. Ich sehe ja deinen Spielernamen. Die Frage ist, ob man das ausschalten kann, dass mir das angezeigt wird. Nee, keine Ahnung. Geht glaube ich nicht. Ja. Warte, was ist an die Klasse? Okay, glaube ich. Oder ist abgeschmiert. Ebenkunst. Okay, die einfachsten Verstecke sind immer die allernicesten. Ich würde sagen, ja, hier ist eigentlich schon ganz geil, sag ich dann mal. Also man darf uns nichts zerstören, gar nicht. Aber du musst mich schon töten, deshalb haben wir so einen 20 Angriffsschaden. Hier ist relativ nice. Jawohl, ich setz mich einfach. So, hier ist geil. Man kann ja auch noch sneaken. So, kann ich kommen? Was? Ja. Kann die Suche starten? Also ich muss dich töten, ja? Ja. Ich weiß nicht, ob man das versteht hinterher. Weiß ich nicht. Ist egal. Die sehen es auf jeden Fall. Das ist noch nicer. Erstmal den höchsten Punkt. Und dann schauen wir mal, wo mir sein Name angezeigt wird. Ich sneake? Du siehst den ganz sicher nicht? Sicher? Ja, sicher. Freunde. Na, ich lass mich mal. Ich habe das Gefühl, da hinten wird mir so ein Name angezeigt. Ich gehe mal gucken. Lass mal gucken. Nee. Deinen Namen sehe ich ja immer. Also ich kann dir... Oh warte, wir haben was vergessen, den Timer starten. Ja, dann starten. Jetzt müssen wir den auf 4 Minuten stellen. Du hast schon eine Minute verbraucht. Achso, nee, das ist kein... So.
Bei 2 Minuten muss ich dir einen Tipp geben, wo ich bin. The World Border Brothers. Bei 2 Minuten muss ich dir einen Tipp geben. Das heißt, ich habe noch nur noch 2 Minuten hier. Scheiße. Kann sie ja auch im Prinzip im Baum eingebaut haben und sich. Nein, man darf ja nichts abbauen. Man darf so 1-2 Blöcke mal abbauen. Aber man darf jetzt kein Holz oder sowas abbauen. Ach Mist, ich dachte, ich hätte es gesehen. Aber... Ah! Wollte ich gerade sagen. Ich heule gerade. Hau ab! Man darf sich nur mit der Hand hier wehren. Scheiße. Ich wollte gerade sagen. Ja, dann würde ich sagen, ja, ich gehe jetzt an den Baum. Ja. Jetzt wieder größer. Und wenn ihr mehr davon wollt, lasst ein Like da. Ich denke, ich habe da ein ganz gutes Versteck gefunden. Und dann sag einfach, wenn du... Und du kannst starten. Los geht's. Okay. Timer ist an. 5 Minuten Zeit, den Sack zu finden. Du musst schon sneaken. Ich sehe deinen Namen. Du siehst meinen Namen? Ja, du sneakst nicht. Ach so. Komplett vergessen. Der ist irgendwo da hinten, aber jetzt weiß ich es natürlich nicht mehr. Na gut, ist natürlich dann blöd für die zweite kann Runde. Kann man geil schwimmen. Für die zweite Runde weiß ich das jetzt besser. Aber wo ist der Sack? Wo kann der sich versteckt haben? Hä? Wo bist du? Also jetzt wirklich? Irgendwo hier war der Name. Wo bist du? Der war irgendwo da. Tust du jetzt nicht, oder? Nein, jetzt habe ich dich tot. Ja. Okay, damit habe ich gewonnen, diese Runde. Das heißt, du bekommst 3 Punkte, ich bekomme 5. Was musst du wieder suchen? Wenn man das dreimal, dann war das schlecht. Das versteckt dich. Ja, ich muss noch die Zeit ändern. Ich gucke ja auf den Die Boden. Einfachsten sind einfach immer die allerbesten. Ja, wobei ich fand mein Versteck schon gar nicht schlecht. Nice. Einfach gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja? Ready! Schon fertig? Kann ich nicht so weit 3, 2, 1, los! 5 Minuten. Hast du zweimal gestartet? Ja. Okay. Das ist nur eine Pseudohöhle. Was ist das? Ja, das, die tut nur so, als wäre es eine Höhle. Ach so. Das ist nur eigentlich ein Eingangshalt. Also du bist, kannst nicht weit gelaufen sein. Aber ich habe ein geiles Versteck. Nicht weit gelaufen dann, so schnell wie du fertig warst. Ich sehe den Namen. Das ist ein kleiner Tipp von mir, obwohl ich erst bei 2 Minuten 30, habe ich gerade 2 Minuten gesagt? Auf jeden Fall sind es bei 2 Minuten 30. Bei 2 Minuten 30 muss ich dir einfach einen Tipp geben. Jetzt sind wir bei 4 Minuten. Ah, ich sehe dich. Ja, 4 Minuten. Da habe ich dich. Nee, hast du nicht, weil ich deinen Namen schon gar nicht mehr sehe. Unter Wasser ist aber nicht erlaubt, oder? Doch, natürlich ist unter Wasser erlaubt, wenn du da nicht gerade ersaufst, ersäufst, keine Ahnung, du wie das... Du kannst 5 Minuten unter Wasser bleiben, da wirst du ertrinken. Ja, du hast dir Atmung gegeben, aber das will ich ja dann nicht. Du. Oh, Mann! Gefunden! Wie viel Zeit hat noch gefehlt? Was? Gar nicht. Polo-Punkte. So, du bekommst jetzt 5 Punkte. Jetzt solltest du bei 3. Wie viel Zeit hättest du noch durchhalten müssen? Was? Ich glaube, 2 Minuten noch. Ach so. Du bist jetzt bei 13. Und ich muss jetzt plus 3. Da. Hä? Ach so, scheiße. Dann bin ich bei 13 ist richtig. Ja, du machst remove 3 Punkte so. Ich hatte nämlich gerade aus Versehen paar viele Punkte gegeben. Ja, versuchen. Ja, sehr hübsch, die Flügel bewegen sich. So, geh an den Baum. Ich bin verbeugt. Ja, geh an den Baum. Warte, so, ja. Okay. Timer schon mal vorbereiten? Nein. Erst wenn ich dich suchen muss.
Ja, aber hättest du ja schon mal vorbereitet. Ist doch schon. Ich muss nur Start drücken. Ach so. Weil du den Bildschirm komplett zu weit rüber hast. Ach so, ich gucke ja auch gerade hier auf den Ding. Ja, ist auch gut. Ja, oh. Hier sehe ich es auch in Minecraft. Ja, also. Hat denn mein Versteck genommen? Mein nice, geiles Versteck? Was ist eigentlich, wenn man sich mal im Wasser hinsetzt? Alles klar. Ich kann mir mal herunterschwimmen hier, Freunde. Safe mein Nerven nicht. Ich kann ihn noch nicht sehen, ich kann ihn noch nicht sehen. Ja, 2 Minuten muss man einen Tipp geben. Ne? Sonst noch einer schon 1 Minute rum. Der ist hier safe irgendwo im Wald. Safe. Ich meine da was zu sehen zu haben, aber ich meine nicht, dass es ein Theapolo war. Also. Ah ne, es war ein Schwein. Wie findet ihr mein Versteck? Schreibt mal in die Kommentare. Sehen sie doch gar nicht. Was ihr von meinem Versteck haltet. Ja, natürlich sehen sie, wie ich mich verstecke. Und dann sehen sie, wie du mich suchst. Das ist stimmt, die sehen ja beides. Weil das wird dann, glaube ich, so sein. Also. Je nachdem, wer sich gerade versteckt, die Sucherperspektive ist klein unter der Facecam, also ganz unten. Also ganz rechts unten ist das dann, so wird es ungefähr sein. Ja, genau. Und dann halt von der Suche, die immer die Sucherperspektive. Das heißt, den. Nee. Genau andersrum. Die Versteckerperspektive wird da unten kleiner sein. In der Ecke, weil. Naja, der Versteckte, der bewegt sich ja nicht. Der liegt hier einfach nur mit Shift-Taste gedrückt. Genau, und deshalb ist die da klein unten in der Ecke. Mann, ich bin jetzt schon die ganze Map abgelaufen. Aber da hinten, da war noch keiner von uns. Deshalb glaube ich, dass du da bist. War's genau. Bist natürlich. Das ist natürlich auch so mega nice. Ich will Lava. Lava bin ich das vielleicht? Das ist Lava. Ich latsche doch hier gerade vorbei. Ach so. Oben schlägt schon der Schnee. Da will ich ja auch noch mit unfairen Taktiken spielen. Aufpassen, dass ich hier auch nicht abrutsche vom Schneekarten. Ja, das kann schon, selbst nur für 1 Millisekunde, ein entscheidender Vorteil sein. Oh, ein Tipp schon seit 6 Sekunden eigentlich. Hey, ein Tipp ist, ich muss schon aufpassen, dass mir kein Vogel auf den Kopf. Du bist unter einem Baum. Mit Sicherheit. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ne? Oh, das also, ist ein Wolf, oder? Eine gute Aussicht ist das A und O. Okay, ich bin was. Ich wusste, dass du irgendwo hier bist. Hier bist du doch irgendwo. Aber ich habe dich bis jetzt noch nicht gesehen, geschweige denn deinen Namen irgendwo. Das ist auf meinem Bild. Scheiße, du bist da. Also kannst du nicht bei mir in der Nähe sein. Du bist irgendwo auf einem Baum. Mit Sicherheit. Nicht unter einem Baum. Da sind ja zum Glück nicht ganz so viele in der Map. Wow, ich habe mir auch den besten Platz natürlich hier ausgesucht. Boah, yo, ich habe das mega gerne versteckt. Boah, nee, ne? Noch 1 Minute musst du überleben. Verdammt nochmal. Ich muss auf irgendeinem verkackten. Ich finde da auch eine coole Motte mit den Setzen, Stellen und Legen. Ja, das ist. Ist auf irgendeinem verkackten Baum. Steht's einfach mal dahin. Und wenn nicht, hast du dann gewonnen schon. Du bist. Ich hab dich. Ich will dich. Nein, noch 42 Sekunden. Ich sehe dich ja schon sogar. Echt? Ja. Nur ich weiß nicht, wie ich hochkomme, Mann. Ja, morgen. Wo bist du denn? Hallo. Nein! Weißt du was? Noch 22 Sekunden. Was? Gerade waren noch 20 Sekunden. 22. Gerade waren es noch 40. 42. Wenn ich das jetzt noch verliere, ne? Ach, für so einen Jump'n'Run-Meister wie 12. Man darf ein bisschen abbauen. Nee, man darf nicht abbauen. Ja, bei 2 Sekunden!
jetzt muss ich mich wieder verstecken. Ja, aber ich muss ja erstmal zu tun. Und das ist auch die letzte Route, ja? Die letzte Dennis, Route. Danach muss ich mich nochmal verstecken und dann wird gekämpft. Weißt du was, wir sind gleich gut. Wir können es einfach... Bist du schon bei der Truhe? Ja. Dann teleport mich das mal. So. Los, stell dich auch an den Baum hier. Der Biobaum. Eine schöne Birke. Ja. Lass Birken auf dich wirken. Ich bin schon unterwegs. Ja, alles gut. Weggefunden. Oh ja, das ist ein geiles Versteck. 16 zu 16, ein wirklich spannendes Kopf an Köpfchen rennen. Kopf an Köpfchen rennen? Kannst du natürlich noch vorlegen. Gewonnen. Ja, nee, ist okay. Ja, warte doch mal. So, Papa, willst dich mal. Guck mal hier rüber. Ja. Telefonier mich mal zu dir. Ich hab mir meine Buchsen voll gemacht. Guck mal, ich war hier hinterm Spawn. Du warst auf der anderen Seite über den Bäumen und guck mal, wo ich war. Ich saß hier in der Ecke und habe so, genau so saß ich da. Oh, toll. Den großen Battle. So, da sind wir wieder. Jetzt weiter geht's mit dem großen Battle. Ja, kommen Sie mal her. Ja, teleportiere ich mal für dich. Zu dich. Hier, du komischer Typ. Hier, deine 19 Smaragde, mit denen du jetzt hier aus der Kiste was kaufen darfst. Natürlich Game Mode 1, Papa. Tun an, ja? Ja. Los! Achso, warte, ich bin noch in. Ich bin nicht im Game Mode. Kannst aber auch so, im Game Mode anziehen. Ja, aber jetzt. Also zuerst die Schuhe. Boah, du hast Diamantkraxal. Okay. Hose. Chestplate. Waffe. Waffe? Waffe, los. Ja. Und Mütze. Ich habe keine Mütze. Dafür hat es nichts gereicht. Das hast du. Ja. Wie viele Rüstungspunkte hast du? Ich habe 7,5. Oder sag, wie viele dir fehlen. Boah, du hast eine bessere Rüstung. Also 2,5 fehlen dir. Mir fehlen ganze 3. Okay, warte, geh mal in irgendeine Ecke und mach Spawn Point, also nicht in der Ecke, irgendwo hin. So.
So, ich bin bereit. Auf die Plätze. Fertig. Go, go, Gadget. Also, wer als erste drei Tode hat, ist raus. Jawohl. Du hast bessere Rüstung als ich sogar, du Sack. Oh, ein Tod hast du schon mal. Es geht direkt weiter, ne? Ja, ja. Macht ja auch Sinn, solange du noch so schlecht bist. Weil du versteckst dich ja schon wieder. Natürlich. Das sieht so scheiße aus gerade. Wo versteckst du dich denn? Denkst du. Du siehst mich da schon lange. Hallo, Papa. Guck mal, Papa, stell dich mal vor den Baum, bitte. Nee, dann springst du runter und tötest. Nee, guck mal. Warum? Da oben sitzt da. Guck mal, es regnet. Naja. Ich heule. Kacke. Der hat Lowground, der Sack. Oh. Oh Mann, warum bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Hä? Ja, weil du schlecht bist. 2-0. Du kannst nicht, ich töte dich jetzt sogar mit der Faust, sag ich dir. Ich töte jetzt mit der Faust, ich habe mir mein Lebensziel gesetzt. Weil ich in diesem Minecraft-Leben alles anstellen will. Dich mit der Faust umhauen. Aber natürlich muss ich jetzt, okay, ich hau dich doch nicht mit der Faust um. Oder auf jeden Fall. I see it in the water. Ich sitze im Wasser. Scheiße. Mann, man sieht auch nicht, wie viele Herzen der andere sagt noch gerade. Ich töte dich jetzt mit der Faust. Das war mein Lebensziel. Scheiße, der hat auch nur Lowground. Ich muss immer mal so wechseln zur Waffe. Nein. Wie viele Herzen hast du? Wie lange bist du nicht kaputt? Was? Was hat... Ich glaube, dein Helm ist sogar kaputt. Das war nur eine Lederkappe, ich bin nicht hungrig. Was? Nee, der lebt noch. Scheiße, ich habe einen Tod. Aber ich muss dich mit der Faust töten. Ich habe mir das als Lebensziel gesetzt. Oh, jetzt ist dein Helm kaputt. Oh, deine Schuhe sind kaputt. Mann, ich habe... Das muss ich aber auch. Wie viele Herzen hast du? Ich hab voll. So, 2-2, der nächste Tod entscheidet. Ja, Papa. Das ist doch jetzt mal spannend, auch für die Zuschauer. Weil, ja, weil ich mit der Hand gehe, mit der Faust. Ich das einfache Opfer bin. Ja, wow, weil ich mit der Faust gegen dich gerade gekämpft habe. Weil das mein Lebensziel ist. Versteckst du dich? Versteck mich gar nicht, ich such dich. Ich such dich. Du darfst doch nicht ein weinendes Kind töten. Zack, hab da den Sprung gesehen, Freunde. Wein du auch mal. Nee. Zuschauer sollen das auch mal sehen, wie es aussieht. Jetzt wen's hab ich noch Rüstung. Nee, also ich hatte nie Rüstung. Na, du Sack, was willst du? Oh, scheiße, er hat's überlebt. Tag, und jetzt wieder hier Wasserkampf, den Wasserschlag. Oh, er läuft weg. Das heißt, er hat keine Herzen mehr. Nee, ich habe eigentlich voll, aber egal. Ich weine im Wasser. Stipp, Sack. Ich lasse ihn einfach versaufen. Nee, so schnell ist er auch nicht. Hä? Also gerade, das war... Hallo, ja, du hältst doch! Nein, ich mache... <nicht. lacht> Du hältst! Keiner kann den unbesiegbaren Dennis schlagen! Ich hatte einmal ein halbes Herz! Na komm, jetzt machen wir noch die extra von dir. Ja, aber komm. Warte, lass uns erstmal jetzt verabschieden von den Zuschauern. Ja. So, Freunde. Damit war's das. Wir hoffen, es hat uns gefallen. Ja, genau. Wenn ja, dann lasst natürlich den Like da. Wieso guckst du eigentlich nach unten? Daumen nach oben.
Daumen nach unten, so wie der Thea Apollo guckt. Daumen nach oben und ruhig auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Genau. Vielleicht auch andere Maps. Ihr könnt uns auch gerne Map-Vorschläge machen in den Kommentaren. Wenn ihr irgendwelche besonderen Maps habt, wo ihr sagt, die müsst ihr mal spielen, dann schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, schönen Abend. Und tschüss. Fresh.